Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Anleitungsvideo von mir. Ich bin die Bianca, du schaust den Kanal Meine Stempel und ich freue mich, dass du wieder mit dabei bist. Heute gibt es eine Box mit einem Lifteffekt. Es geht gleich los, bleib dran! Die liebe Heike hat sich von mir eine Kaffeeverpackung gewünscht und ich habe mich natürlich gern dem Ganzen angenommen. Aber es war gar nicht so leicht. Die Verpackung ist recht groß. Sie wollte es für einen halben Kilogramm Kaffee haben. Und ja, was dabei rausgekommen ist, das zeige ich dir jetzt. Viel Spaß mit meiner Anleitung. Ich starte auch gleich los. Für die Verpackung brauchen wir zwei Bögen DIN A4 Farbkarton. Ein Bogen ist jeweils für einen Teil der Verpackung, also wir brauchen einen Unterteil und dann den Liftteil. Ich fange mit dem Unterteil an. Den DIN A4 Bogen legen wir uns bei 17,2 cm ein und kürzen uns das Ganze. Und dann halbieren wir uns den Rest vom DIN A4 Farbkarton bei 14,85 cm. Das bitte genau anschneiden, das ist nämlich danach in der Höhe und da sollen natürlich beide Teile gleich groß sein. Die kurze Seite falten wir ins rechts bei 1 cm, dann drehen wir es uns auf die andere Seite und falten bei 3,5 cm. Dann legen wir uns den Farbkarton in der Länge ein und da falten wir einmal bei 9,6 cm und einmal bei 16,1 cm. Das ist ein Blitzmaß zum Anlegen. Ich richte mich dann da auf nach der rechten Seite. Die rechte Seite ist nämlich genau bei 1,0 cm. Das gleiche machen wir jetzt auch im zweiten Stück. Und wenn wir das haben, dann geht es auch schon weiter mit unserem Oberteil, also mit dem Liftteil. Das kürzen wir uns in der Länge bei 17,5 cm und halbieren das Ganze auch wieder bei 14,85 cm. Die kurze Seite lassen wir gleich wieder angelegt. Wir falzen das bei 1 cm, dann drehen wir uns das Ganze auf die linke Seite und falzen bei 2,8 cm. Dann drehen wir uns das Stück wieder auf die lange Seite und die lange Seite falzen wir bei 9,7 und bei 16,5 cm. Das gleiche machen wir auch mit dem zweiten Teil. Den Papierschneider geben wir instaweil auf die Seite, aber wir brauchen einen Spader noch zum Dekorieren. So, starten der wir jetzt mit dem Bodenteil. Das ist der Teil, wo eben die untere Falz 3,5 cm betrug, eben für den Boden von der Box. Da schneiden wir uns jetzt zuerst die seitliche Klebelasche zu, also am Boden kommt der kleine Streifen weg, genauso am oberen Rand. Ich schneide den oberen Rand und den unteren Rand gerade ein und die Klebelasche ein bisschen abgeschrägt, damit sie später dann nicht vorschaut, wenn es verklebt ist.
Als nächstes falzt jetzt mit unserem Falzbein alle Falzkanten nach, damit unser Box danach eben auch schöne Kanten und Ecken hat. Die Falzen werden natürlich alle nach innen gefalzt, bis auf den oberen Rand, den falzen wir nach außen. So, aus 2 mach 1. Die zwei Teile ergeben jetzt zusammen den Unterteil von unserer Box und wir geben dazu jetzt ein Abreißklebeband auf eine von unseren Klebelaschen und können die Box zusammenkleben. Mit dem Kleben geht es jetzt auch da gleich weiter. Auf die zweite Klebelasche, auf die seitliche, kommt auch das Klebeband drauf. Und vor, dass wir die Box schließen, verkleben wir jetzt auch noch den oberen Rand. Alle Produkte, die ich für das heutige Anleitungsvideo verwende, findest du natürlich wieder in meiner Materialaufstellung. Die befindet sich direkt unter dem Video. Da ist ein Link zu meinem Blogbeitrag, da kannst du alles nachlesen. Bevor wir jetzt die Box zusammenkleben können, müssen wir noch 2 Schritte machen. Einmal müssen wir jetzt die Bodenlaschen einschneiden und einmal müssen wir jetzt noch die Führungen für unseren Lift machen. Für den Lift habe ich mich jetzt für ein dickes Bantel entschieden und stanzen tue ich meine Führung jetzt mit der neuen Trio-Stanze aus dem neuen Mini-Katalog. Also wie gesagt, du findest das alles in der Materialaufstellung, was ich da heute verwende. Und als erstes markiere ich mir da jetzt eben, wo ich die Führung dann hier haben will. Ich lege mir das Bantel in der Mitte auf vom Seitenteil und machen wir da 2 Punkte. Das brauche ich natürlich auf beide Seiten. Das Ganze lege ich jetzt so ein in die Handstanzen, dass ich die Markierung sehe. Und das ist ja echt eine tolle Stanz, weil mit der kann man eben so einen kleinen Schlitz für Bänder ausstanzen. Und für mein Band ist das jetzt eigentlich ein bisschen zu klein, aber das ist ja so toll, weil man ja da einen guten Anschlag hat bei der Stanz. So kann man das einfach verbreitern, so wie man das braucht. Also ich lege mir das so ein, dass ich die Markierung sehe und ja, dann stanze ich einfach so einen kleinen Schlitz durch. Gewusst wie. Wenn ich das jetzt auf beide Seitenteile gemacht habe, dann kann ich die Box jetzt endgültig zusammenkleben. Also ich löse das Klebeband auf der seitlichen Klebelasche und schließe mir so die Box. Für den Boden gebe ich jetzt meine Kaffeeverpackung gleich ein, weil dann ist der Boden leichter zum Verkleben. Du siehst, dass da die Seitenteile nicht den ganzen Kaffee andecken, deshalb kleben wir das auch auf die Seitenteile, weil wenn du einen Kleber jetzt auf die lange Seite aufgibst, dann klebt er das dann an der Kaffeeverpackung an und das möchte man natürlich nicht. Also, das Ganze mache ich mit Flüssigkleber. Ich gebe den eben auf die kürzeren Seitenlaschen auf und verklebe so den Boden vor der Box. Wenn der Kaffee drinnen ist, kann ich eben auch die Kanten schön ausrichten und so passt es dann ganz genau. So, ein Teil ist fertig, dann widmen wir uns jetzt dem Liftteil. Anfangen werden wir jetzt ganz gleich als wir beim Bodenteil auch. Wir schneiden uns zuerst die seitlichen Klebelaschen zu, also oben und unten ganz gerade einschneiden und den Seitenteil ein bisschen abgeschrägt. Machen wir eben auch auf beide Seiten.
Bei dem Teil wird jetzt weiter nichts mehr eingeschnitten und beim Falzen müssen wir jetzt da drauf achten, dass wir oben und unten den Falz noch innen einfalten. Der wird also auf beide Seiten noch innen verklebt. Die noch innen verklebte Kanten sorgt später dafür, dass der Liftteil nicht von der Schachtel rutscht. Also durch das, dass wir da dann innen eine Kante haben, ist das quasi wie ein Stopper für die Box. Wie schon beim Bodenteil klemmen wir jetzt als erstes die zwei Seitenteile wieder zusammen. Wenn das passt, geht es jetzt mit den langen Seiten weiter. Auch da mache ich das wie davor. Ich gebe mir das Abreißklebeband auf die ganze Länge auf und klebe dann eben die Klebelaschen nach innen. Für alle meine lieben Kundinnen und Kunden habe ich natürlich wieder eine PDF mit den ganzen Maßen zu dieser Anleitung vorbereitet. Die kriegen sie automatisch zugeschickt, entweder per E-Mail oder in ihren WhatsApp-Account. Wenn du aus Deutschland oder Österreich kommst und auch deine Stampin' Up! Produkte bei mir bestellen möchtest, dann schau in die Videobeschreibung, da findest du alle meine Kontaktdaten. Ich freue mich natürlich, wenn ich dir irgendwie weiterhelfen kann. So, dann haben wir jetzt das alles verklebt, aber in seinem oberen Teil braucht man natürlich jetzt noch die Führung für das Bandel, für den späteren Lifteffekt von der Box. Ich habe das Video an der Stelle jetzt gekürzt, ich habe da ja schon gezeigt, wie das funktioniert, also es geht beim oberen Teil ganz gleich. Die Führung wird auch da an der 1 cm Falz gestanzt. Und wenn wir dann das alles haben, dann können wir jetzt eben auch den Liftteil zusammenkleben. Dann sind unsere Teile fertig und es geht ans Zusammenbauen von der Box. Ich habe mir jetzt mein Bandel so zugeschnitten, dass um die ganze Höhe vom Kaffee geht und dass ich dann noch einen schönen Knopf reinmachen kann und vielleicht noch ein bisschen ein Band über die Schachtel dann aufsteht. Als erstes nehme ich den Bodenteil zur Hand und fadeln wir da das Bandel ein. Dann kommt die Kaffeeverpackung, die tue ich jetzt rein, also dass das Bandel nach unten durchgeht. Es empfiehlt sich da eben auch schon, dass man ein breites Bandel nimmt, weil ja da der Zug echt ziemlich stark ist und die Kaffeeverpackung ja auch ziemlich schwer ist mit dem halben Kilo. Und wenn ich das habe, dann nehme ich den Liftteil her und fadel auch da das Bandel oben bei der Führung durch. Da dabei aufpassen, dass sich das Bandel nicht verdraht, also dass das ganz glatt und gerade durchgeht. Ja, wenn ich das dann habe, dann schiebe ich jetzt mein Liftteil über den Unterteil von der Box drüber. Da bitte aufpassen, weil das geht ziemlich knapp, also es sollte auch so sein natürlich, dass das zum Drüberschirm eher schwer geht, weil wenn ich jetzt danach eben den Lift aufschiebe, dann rascht jetzt die untere Klebekante ein, die was wir uns ja noch innen verklebt haben und die Box geht nicht mehr auseinander. Ja, wenn ich das habe, dann mache ich jetzt beim Band oben noch einen guten Knopf, der was wirklich gut hebt und dann ist unser Lifteffekt auch schon fertig. Ich muss das jetzt ein bisschen blöd probieren, dass ich das in der Kamera zeigen kann. Liegend geht das natürlich nicht so gut. Aber es ist ganz ein toller Effekt und ja, mir gefällt es jetzt selber ganz gut, was ich mir da ausgetüftelt habe. Also der Kaffee lässt sich dann mit dem Bandel ganz rausziehen und dann einfach aus dem Bandel rausnehmen. Ja,
Ich bin schon gespannt, was du von meiner Anleitung hältst und wie du sie findest. Also schreib mir das unbedingt in die Kommentare. Ich freue mich da drauf. Die ganze Box wirkt natürlich jetzt noch ein bisschen fad. Wir müssen das noch ein bisschen aufpeppen. Dazu habe ich mich für Designerpapier entschieden. Ich nehme ganz ein schönes aus dem Juris Hauptkatalog. Ich glaube, es heißt Vintage Rosen. Alles natürlich in Braundöne gehalten, passt super für eine Kaffeeverpackung. Auch das findest du natürlich in der Materialaufstellung. Und ich habe mir das jetzt gerade noch kurz ausgemessen. Also, das darf ich auch dir raten, wenn deine Box fertig ist, misst du nur mal nach, ob meine Maße, die was ich da angebe, für die auch passen. Man kann das ein bisschen mit einem größeren Rand oder einem schmälen Rand machen, je nachdem, wie es einem besser gefällt. Ich mache es jetzt diesmal mit ein bisschen einem breiteren Rand zu den Kanten und schneide mir da jetzt zwei Stück Designerpapier mit 9,7 x 8,7 zu und für die Seiten mit 9,7 x 6,0 cm. Den Spruch habe ich mir schon vorbereitet. Er ist aus dem Stempelset Zauberhafte Grüße. Und den stanze ich mir jetzt noch mit der Handstanze für Ovale aus. Ganz praktisch, dass da ja gleich zwei Ovale drauf sind. So habe ich einmal den Spruch und einmal einen Teil zum Hinterlegen. Das Aufkleben von den einzelnen Teilen habe ich jetzt wieder ausgeschnitten aus dem Video. Ich glaube, das kannst du selber auch, da brauchst du jetzt meine Anleitung nicht dazu. Ich habe noch einen Tipp für dich, was das Band betrifft. Also ich schneide mir das ja immer so abgeschrägt zu, aber Bänder haben halt immer die blöde Angewohnheit, dass sie ausfransen. Da gibt es ganz einen einfachen Trick oder Tipp eben. Du nimmst einfach ein Feuerzeug und durch die Hitze von dem Feuer versenkt das vorne ein bisschen beim Bandel und so fransen dir die Bänder nicht mehr aus. Bitte aufpassen, nicht ganz zu wenig mit der Flamme. Sonst wird das dann wirklich verbrennt und braun, das schaut noch nicht mehr schön aus. Also man braucht da wirklich nur die Hitze dazu. Ja, und dann bin ich auch schon wieder am Ende von meiner Anleitung angelangt. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Liebe Heike, ich hoffe, du magst die Anleitung einmal nachwerkeln und ich freue mich, wenn ich ein Foto davon sehe. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, wir sehen uns bei einer von meinen nächsten Anleitungen wieder und ich wünsche dir noch ganz eine gute Zeit. Tschüss, Baba!